Hey Leute, heute haben wir für euch 5 mysteriöse Statuen, die sich vor laufender Kamera bewegt haben. Oder nicht? Los geht's! Nummer 5. Eines Tages ging ein Mann in den Catskill Mountains wandern. Dort fand er in einer kleinen Höhle eine mysteriöse Statue mit Nägeln in den Augen und einem Strick um den Hals. Ziemlich unheimlich. Der Mann nahm die Statue mit nach Hause und stellte fest, dass sich die Figur von alleine dreht und einen extremen Geruch in der ganzen Wohnung verteilt. Nach ein paar Tagen brachte er die Figur dann wieder zurück, dahin, wo er sie gefunden hatte, und entschuldigte sich sogar bei ihr, dass er sie mitgenommen hatte. Und die Nummer 4. Im Jahr 2016 schockte eine Jesus Statue die ganze Welt. In diesem Video hier sieht man, wie die Statue ganz plötzlich die Augen öffnet. Die Statue steht in einer Kirche in Mexiko. Nach der Veröffentlichung des Videos untersuchten Experten diesen Vorfall, konnten aber weder eine Manipulation des Videos noch eine Manipulation an der Statue feststellen. Ziemlich unheimlich das Ganze. Machen wir weiter mit der Nummer 3. Im Manchester Museum steht in einem Glaskasten diese kleine 4000 Jahre alte ägyptische Statue. Wie alle Ausstellungsstücke in diesem Museum wurde auch diese Statue von einer Überwachungskamera gefilmt und eines Tages filmte die Kamera folgendes unheimliches Szenario. Die Statue dreht sich ganz langsam im Kreis. Nachdem es aufgefallen war, beobachtete man das Ganze auch am nächsten Tag und, ja tatsächlich, schaut man sich die Kameraaufnahme im Zeitraffer an, sieht man, dass sich die Statue auch am nächsten Tag wieder um die eigene Achse gedreht hat. Was meint ihr? Glaubt ihr, da sind übernatürliche Kräfte im Spiel gewesen? Machen wir weiter mit der Nummer 2. Weiter geht's mit einer weiteren Jesus-Statue, die ebenfalls in einer Kirche in Mexiko steht. Diese Jesusfigur liegt die ganze Woche über in einem Glaskasten und wird nur freitags zur großen Messe aus ihm herausgeholt. Und jetzt schaut euch doch einmal dieses Video hier genauer an. Da, seht ihr es? Der Kopf der Statue hat sich eindeutig bewegt. Machen wir schnell weiter und kommen damit zur heutigen Nummer 1. Ja, in Mexiko scheint so einiges nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Diese Statue von Schneewittchen steht nämlich ebenfalls dort in einem Park. Eine Gruppe von Teenagern filmte die Statue nachts, wann auch sonst, und plötzlich klimperte sie einfach so mit den Augen. Natürlich erschreckten sich alle zu Tode und rannten davon. Ja Leute, was meint ihr? Glaubt ihr ans Übernatürliche oder gibt es für all diese Vorfälle vielleicht doch eine plausible, weniger gruselige Erklärung? Schreibt's doch mal unten in die Kommentare. Ansonsten war's das mal wieder für heute. In diesem Video hier zeigen wir euch jetzt noch, warum über 30 Millionen Menschen auf Facebook tot sind. Zum Anschauen einfach in die Mitte klicken. Und damit war es das auch schon wieder für heute. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.